Wir machen den nächsten Buchstaben und das wäre das R. Alles, was ihr dafür braucht, ist wieder euer Lumen. Da baut ihr zuerst eure mittlerste Reihe heraus und legt den Lumen so vor euch hin, dass die Öffnungen nach rechts zeigen. Zuerst wollen wir uns den Buchstaben anschauen und so sollte unser R später ausschauen. Die erste Reihe ist immer eine Hauptfarbe und dann beginnt der Buchstabe. In dem Fall beginnt der Buchstabe mit 5 schwarzen. Wir benutzen auch immer 5 Stäbe. Zuerst mit unserer Hauptfarbe, ihr nehmt euch einen Gummi und wir spannen uns unsere Gummis von den vordersten auf den hintersten Stab und verdrehen sie zu einer 8. Das Ganze auf 5 Stäben. Dann nehmt euch einen weißen. Dieser wird über die vordersten 5 Stäbe gespannt, von links nach rechts. Ab jetzt werden immer 2 Gummibänder benutzt und diese werden nun einfach von den vordersten auf den hintersten Stab gespannt. Auch wieder auf allen 5 Stäben. Und das wäre unsere erste Reihe mit der Hauptfarbe. Und 5. Nun geht ihr in den weißen Gummi hinein und holt euch den untersten einzelnen. Auf jeden Stab hebt ihr diesen jetzt darüber. Auch auf der hintersten Reihe. Und alles nach unten drücken. Jetzt beginnt die erste Reihe des Buchstabens und bevor wir immer beginnen, müssen wir den weißen Gummi, der über die vordersten 5 Stäbe geht, spannen. Nun spannen wir auf jeden Stab unser Schwarz, auch wieder immer 2 Gummibänder, 2, 3, 4 und 5. Ab jetzt hebt ihr immer zuerst den untersten weißen Gummi darüber, dann geht ihr wieder in den weißen hinein und hebt auf jeden Stab die untersten beiden Gummibänder darüber. Und das machen wir jetzt bis zum Schluss. Immer den weißen Gummi und dann die untersten beiden von jedem Stab. Nun schauen wir uns die dritte Reihe an. Diese beginnt mit einem Schwarz, einmal Hauptfarbe, Schwarz und 2 Hauptfarbe. Denkt wieder an euren weißen. Wir haben gesagt, einmal Schwarz, einmal Hauptfarbe, dann wieder ein Schwarz und 2-mal Hauptfarbe. So wie ihr den Buchstaben immer ablest, von links nach rechts, genauso spannt ihr auch eure Gummibänder. Und jetzt bringt ihr wieder alles darüber. Jetzt schauen wir uns die nächste Reihe an. Das wäre nun unsere vierte Reihe. Diese beginnt mit einem Schwarz, einmal Hauptfarbe, 2 Schwarz und einmal Hauptfarbe. Denkt wieder an euren weißen über die vordersten 5 Stäbe und nun einmal Schwarz, einmal Hauptfarbe, 2-mal Schwarz, 1, 2 und noch einmal Hauptfarbe. Dann wieder alles darüber bringen.
Nun die nächste Reihe. Das wäre auch unsere letzte des Buchstabens. Einmal mit Hauptfarbe, einmal schwarz, zweimal Hauptfarbe und einmal schwarz. Wieder der weiße Gummi. Und nun einmal Hauptfarbe, einmal schwarz, zweimal Hauptfarbe und einmal schwarz. Und nun wieder alles darüber bringen. Und die letzte Reihe machen wir noch einmal mit einer Hauptfarbe als Abschluss. Wieder der weiße Gummi und auf allen fünf Stäben unser Grün. Wieder alles darüber bringen. Und zum Schluss hebt ihr noch den letzten weißen Gummi darüber. Dann bringen wir alle Gummibänder von der vordersten Reihe nach hinten. Immer die Gummis nehmen und auf die gegenüberliegenden Stäbe bringen. Dann hebt ihr noch einmal die untersten beiden Gummibänder darüber. Und die restlichen bringen wir nun auf unseren Haken. Herunterheben und auf dem Haken lassen. Den Loom beiseite legen, noch ein Gummiband nehmen und dieses nun dahin durchziehen. Auf den Haken bringen, dann die vorderste Schlaufe durch die hinterste hindurchziehen und festziehen. Das Ganze machen wir nun noch auf der anderen Seite. Ihr habt hier die ganzen gekreuzten Gummibänder. Geht mit euren Haken da überall hindurch. Dann nehmt ihr euch wieder einen Gummi, zieht diesen ebenfalls da durch. Und wieder die vorderste Schlaufe durch die hinterste hindurchziehen und den Gummi festziehen. Und fertig ist euer Buchstabe, das R. Ich wünsche viel Spaß beim Nacharbeiten und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!